Servus, liebe Whisky-Freunde. Hier ist wieder euer Whisky-Häcksler. Und das Opfer meiner heutigen Verkostung wird ein Tobermory 12 Jahre. Tobermory, eine meiner Lieblingsbrennereien auf der Isle of Mull. Dieses Mal die untorfige Variante, also kein Lecek, sondern ein klassischer Tobermory 12 Jahre. Warum mache ich die Flasche? Punkt 1, weil er einer meiner drei Standard-Top-Whiskys ist, ohne jetzt wieder ein Top-Video zu drehen, den ich jeden als Einstiegswhisky wärmstens, und das meine ich nicht negativ, ans Herz legen kann. Tobermory, wie gesagt, ist die einzige, glaube ich, Distillerie auf der Isle of Mull, macht der torfigen und nicht torfigen Whisky, unter Tobermory die ungetorften, unter Lecek oder Ledake, wie es viele sagen, die torfigen Whiskys. Der hier hat den 10er abgelöst, hat 46,3%, wie alle Tobermorys, und ist nicht gefärbt, nicht filtriert. Kostet um die 42 Euro und ist ein Whisky, den ich euch wärmstens ans Herz lege. Ich halte die Flasche auch mal rein. Die ist, wie man sieht, hat die schon ein bisschen gelitten bei mir. Und bevor sie ganz leer ist, wollte ich unbedingt noch dieses Video machen. So, ich schenke mir den schon mal ein, dass der ein bisschen Luft kriegt. Da er nicht gefärbt ist, können wir uns die Farbe ruhig mal anschauen. Ist ein schöner Goldton. Heute mal in einem ganz anderen Glas, will ich auch mal zeigen. Habe ich zu Weihnachten von meinen Töchtern geschenkt bekommen. Normalerweise trinke ich ja nicht aus Tumblergläsern, aber das probieren wir heute trotzdem mal schön mit dem Häcksler 69 Gravur. Vielen Dank, Mädels, dafür nochmal. Jo, ich würde sagen, jetzt halten wir mal das Näschen rein und verkosten zusammen oder verriechen zusammen, was dieser wunderbare Dram denn alles kann. Also das Erste, was antritt, ist salziges Karamell. Dieser Whisky reifte die meiste Zeit seiner 12 Jahre in amerikanischen Weißeichenfässern, also Ex-Bourbon-Fässern, und hat meines Wissens die letzten 9 Monate seiner Reifezeit in Virgin Oaks verbracht. Von daher, wenn man diese Bourbon-Reifung mal zugrunde legt, riecht man schon dieses salzige Karamell. Die 46,3 Volumenprozent haben wieder so einen leichten parfümierten Alkohol-Touch. Ich nenne es manchmal auch ein bisschen immer so Uhu. Aber insgesamt ein wunderschöner, wunderschöner Charakter. Wenn man mal von den Früchten ausgeht, sind es helle Früchte. Aber weniger so grüne Äpfel oder sowas, also das kommt doch gar nicht drin vor. Ich finde auch keine Birne, sondern eher Karamell, Toffee und dann als Früchte vielleicht Pfirsich. Und so eingekochte Pfirsichmarmelade kann man, glaube ich, so stehen lassen. Sonst finde ich hier wenig Früchte, vielleicht helle Trauben und eine Honigmelone. Und wieder dieses salzige Toffee. Ja, ich würde sagen, wir probieren ihn einfach mal. Ah,
hat genau das, was ich an dem Whisky so liebe, diesen maritimen, leicht salzigen, süßen, würzigen Honig, Karamell. Überhaupt nicht diese störende, was ich bei Bourbon-Reifungen ja eigentlich nicht so mag, diesen störenden Jack Daniels-Touch oder diesen amerikanischen Whisky-Touch, also Bourbon-Touch, sondern ein wunderbar ausgewogener Single Malt mit maritimen Einschlag, leicht salzig, sehr würzig, angenehm, die 46,3 Volumenprozent binden sich ins Gesamtbild hervorragend ein, ist für mich einer der besten Standard-Whiskys, der zurzeit erhältlich ist, auch für ein Preis-Leistungs-Verhältnis, wo man durchaus noch getrost zugreifen kann, und solange das so ist, sollte man das auch tun. Bringt einen auch den Brenncharakter von Tobermory näher. Man merkt schon, ähnlich wie bei den Lejeks, was ich ja schon in einem oder anderen Video gesagt habe, festgestellt, dieser leicht dreckig-speckige Unterton, also hier ist überhaupt kein Rauch drin, bitte nicht falsch verstehen, aber sowas leicht dreckig-speckiges hat der Brennereicharakter schon zu bieten. Und dass die Ausstattung übrigens ja auch eine ganz schöne ist, zeige ich euch auch nochmal in die Kamera, damit man die auch sich mal anschauen kann. Sieht man auch schön die Silhouette von der Brennerei hier. Normalerweise würde man jetzt hier die bunten Häuschen sehen. Also ist uns sehr schön, und ich glaube, das ist auch eine Brennerei, die ich gerne mal besuchen wollen würde. Ich trinke nochmal, ich probiere nochmal. Erinnert mich im Entferntesten sogar ganz leicht an so einen klassischen Brugletti, also so einen Lady Ten. Oder ich habe neulich den Aile Barley 2013 von Brugletti probiert. Der geht auch ein bisschen in die Richtung. Ist ein bisschen fruchtiger, hat aber so diese Grundtendenz, ist die gleiche. Für mich sind diese Whiskys wie Tobermory oder jetzt auch der Lady, den ich neulich probiert habe, grundehrliche Single Malt Whiskys klassischer Prägung, ohne dass es irgendwelchen Trends hinterher hechelt, was in der heutigen Zeit zwischendurch auch mal ganz gut tut. Ich selber bin auch natürlich Farbtrinker und Sherry-Opfer und auch oft Marketing-Opfer, aber den Whisky kann ich wirklich jedem empfehlen. Abgang ist, naja, eher mittellang, sehr angenehm, brennt nichts, zieht es dir nichts im Mund zusammen. Du hast das Holz, du merkst die Würze, du merkst die Süße, du merkst das Karamell. Und alles wunderschön ineinander verwoben. Fazit, das ist ein Whisky, den lege ich jedem ans Herz. Und wenn schon jetzt jeder hier seine Top 3 Videos macht, dann möchte ich den jeden empfehlen, der sich an solche Single Malt Whiskys im normal erhältlichen Preisbereich rantasten mag, der darf gerne in jeder Bar stehen, ist von mir eine absolute Kaufempfehlung. Nichts, was dich an Komplexität durch den Orbit schießt, aber ein grundehrlicher Kerl, also fast so wie ich eigentlich, ein grundehrlicher Kerl mit richtig schönem maritimen Charakter. Herrlicher Tropfen und finde ich richtig gelungen, lege ich euch wärmstens ans Herz. So, meine Lieben, das war's auch schon wieder. Ich wünsche euch schon mal ein schönes Wochenende. Raise your horns, stay hard und slangema. Abonniert doch bitte meinen Kanal, wenn ihr es nicht schon gemacht habt. Von daher verbleibe ich bis nächste Woche, euer Whisky-Häcksler. Haut rein!